Ein anderes Thema, unser zweites Thema, nämlich eben die Demonstrationen. Es ist kein Protestcamp, sondern eher Demonstrationen, die es gegen die Corona-Maßnahmen gibt. Seit Wochen, seit Monaten in Wien, in allen Bundesländern, aber eben auch hier in Vorarlberg und hier in Bregenz haben wir jetzt die Situation, dass wir seit gestern eine tägliche Demonstration sogar haben. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, bei diesem Protestcamp in Wien, da sieht man Polizeiaufmarsch, da wird durchgegriffen, das wird einfach exekutiert, das wird gemacht, während in Wien und auch hier in Vorarlberg teilweise Rechtsextreme, teilweise Faschisten auf der Straße ihre Parolen rufen, sich nicht an Vorgaben halten und mehr oder weniger geduldet werden. Jetzt wissen wir wollen dann auch noch kurz über das Demonstrationsrecht im Allgemeinen reden, aber jetzt einfach nur mal, wenn man den Vergleich herzieht. Können Sie verstehen, dass Menschen da frustriert sind und sagen, da wird mit zweierlei Maß gemessen? Ich kann es verstehen, halte selbst aber wenig davon, solche Dinge gegenseitig aufzurechnen. Das Demonstrationsrecht muss in einer Demokratie für alle gelten und letztlich kann das nicht von politischen Sympathien abhängen, ob ich jemanden demonstrieren lasse oder nicht. Es ist verständlich, dass man sozusagen sich ärgert, wenn gegen die andere Seite, gegen die Gegenseite vielleicht härter durchgegriffen wird oder gegen die eigene Seite härter durchgegriffen wird wie gegen die Gegenseite, sagen wir es mal so. Aber ich würde das selbst aus meiner Perspektive, obwohl ich durchaus jetzt nicht nur Politikwissenschaftler bin, sondern auch manchmal auf Demonstrationen gehe, nicht gegenseitig aufrechnen, denn meine Freiheit, auf die Demonstrationen zu gehen, auf die ich gerne gehe, hängt auch davon ab, dass andere Menschen die Freiheit haben, auf Demonstrationen zu gehen, für Anliegen, die nicht die meinen sind. Und ich denke mir, in einer Demokratie müssen wir sehr darauf achten, dass wir nicht quasi den Polizeistaat für unsere Gegner jeweils verlangen.